gibt das alte Sprichwort, wenn Poker gespielt wird und du weißt nicht, wer beschissen wird, dann bist du es. So, und Deutschland wird im Moment ausgenommen, manipuliert, hin und her getrieben. Heute Abend um Punkt 19 Uhr ist das große Live-Webinar mit Professor Dr. Max Otte und mir. Wir haben es Krisenkompass genannt und das ist das Ticket. Technisch bedingt gibt es leider nur noch wenige Plätze. Ich würde mich dennoch freuen, wenn du dabei bist, denn wir haben ganz präzise Lösungskonzepte erarbeitet, mit denen du dich auch gegen die Krisen der heutigen Zeit schützen kannst. Hier ist der Link unter dem Video, sei dabei. Um Punkt 19 Uhr, am besten schon 10 Minuten davor da sein, damit du auch deinen Platz durch den Warteraum rein ins Event bekommst. Die Bundeswehr ist ein völlig demoralisierter Haufen. Da springen wirklich ganz üble Gestalten in der Führung rum. Die sind angepasst, das sind Duckmäuser. Die Dämonisierung von Putin keine Strategie ist, sondern der Ersatz für das Fehlen einer Strategie. Ein Wettrennen, möchte ich sagen, zwischen den Kräften der Destabilisierung, der Eskalation und den Kräften, die jetzt eine Deeskalation wollen. Dieses Wettrennen geht auch schon lange und der Krieg ist seit über einem Jahr eigentlich verloren. Wie neu mobilisierte Soldaten an die Grenze geführt werden, dort ziemlich schnell sterben in diesen Schlachthöfen, das ist fürchterlich. Mächte der Eskalation durchsetzen oder die Mächte der Deeskalation, ob Erschöpfung eintritt, all das ist offen. Es gibt immer wieder Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass tatsächlich, und so brutal das klingt, der Ukraine jetzt die jungen Männer ausgehen. Es werden ja mit äußerster Brutalität Menschen von der Straße geholt, von Greifkommandos und rekrutiert, vor allem bei den Minderheiten. Und dann ist vielleicht einfach irgendwann die Erschöpfung da. Wir haben gesehen, dass es in der Ukraine knirscht, dass also das diktatorische Regime von Zelensky so am Rande steht, denn ich meine, in der Ukraine ist die russische Sprache verboten, ist die russische orthodoxe Religion verboten, sind andere Parteien im Moment verboten, wir haben Kriegsrecht, das endet im Mai, da sind die Ersten auch schon sagen, dann ist aus mit der Herrschaft von Zelensky. Hat jetzt Saluschny, der sehr vernünftig ist und sehr beliebt im Volke, hat er abgewählt oder abgerufen und hat dafür Syrsky einen, wenn man Syrsky schon sieht, merkt man, das ist ein sehr rauer, brutaler Mensch. Also von der Physiognomie her ist es für mich zumindest so, denke ich, der Saluschny hat einen gewissen Schalgau im Augen. Ich meine, der wird auch nicht ohne sein. Aber Saluschny hat eben, die haben ihn auch schonend eingesetzt. Syrsky hat gesagt, er verteidigt Avdiivka bis, also auf jeden Fall, wie Zelensky übrigens auch. Und das ist dann das Erstaunliche in westlichen Medien, dass da über so drüber weggegangen wird. Also Zelensky war im November 22 in Washington, hat gesagt, Bachmut wird auf keinen Fall fallen. So ein halbes Jahr später ist Bachmut gefallen. Dasselbe wieder mit Avdiivka und so weiter. Also ich habe die Hoffnung, dass da eine Erschöpfung eintritt und man kann Putin alles vorwerfen und nicht, dass er irrational ist. Er ist ein ganz rationaler Akteur, der sich sehr genau überlegt, wie weit er gehen kann, wie weit nicht. Hat sicherlich auch einen Fehler gemacht zu Beginn des Krieges, weil er geglaubt hat, dass es einfacher wird und dass er da quasi in einem Brudervolk befreit. Die Amerikaner haben ihre Ziele erreicht. Ja. Wir sind, also die können ihre Waffen verkaufen. Das nutzt ihnen letztlich die Sanktionen und Europa schadet es. Also wir haben gerade diese Transformation einer offenen Weltordnung zu einer geschlossenen Weltordnung, Blockbildung, westlicher Block, chinesischer Block, ein paar eher unabhängige Akteure wie Russland, Iran, Saudi-Arabien, die um ihre Souveränität kämpfen oder relativ souverän sind. Da haben wir eben den chinesischen Block, den westlichen Block. Europa ist abgemeldet, ist völlig bei Amerika eingemeindet sozusagen. 86 muss das gewesen sein, wo dann Kongressabgeordnete auf den Stufen des Kapitols, also japanische Fernseher zertrümmert haben oder wo sich dann der amerikanische Wirtschaftsminister hingestellt hat und gesagt hat, bei diesen Sudden Acceleration-Geschichten, also wenn die Autos beschleunigen zu schnell, das kann gefährlich werden. Also kauft keine Toyota, die sind gefährlichst, der Wirtschaftsminister. Müssen wir sich mal vorstellen, ja. Habeck, kauft kein Microsoft, das spioniert euch aus oder so. Das kann man mal sehen, wie abhängig wir sind und wie anders die Amerikaner da agieren. Die Welt hat sich verändert, da muss man sich auch mal die Frage stellen, ob diese alten Bündnisse in der Form auch noch gelten oder ob es vielleicht da mal was Neues kommt oder ob die Situation neu ist. Die Welt steht Kopf, alles dreht sich durcheinander, dann sucht das einfache Gemüt auch eine einfache Wahrheit. Die muss nicht wahr sein, aber man will sich dann an irgendwas festklammern, um in dieser Komplexität. Und dann werden die Massen eben einfällig für Propaganda, für einfache Wahrheiten, für Feindbilder. Putin ist schuld, die AfD ist schuld, wer auch immer ist schuld. Das ist dann dieses typische Phänomen, propagandistisch ausgenutzt in solchen Zeiten, wo es eben drunter und drüber geht.
Das ist letztlich eine Politik, die nicht im Interesse Deutschlands ist. Das ging aber nicht erst mit Rot-Grün jetzt los. Das ging natürlich mit Frau Merkel schon los. Und als dann Merkel abtrat, sagte mir mal jemand, wir werden sie uns noch zurückwünschen. Es wird noch viel, viel schlimmer. Und so ist es gekommen. Deutschland wird durch diese völlig fehlgeleitete Energiepolitik, durch die fehlgeleitete Migrationspolitik, durch die Genderpolitik bewusst in die Abhängigkeit, auch in die Deindustrialisierung getrieben. Es gibt Dritte, die da profitieren. Da muss man gar kein Verschwörungstheoretiker sein, da muss man nur Geopolitik verstehen. Das natürlich unter Umständen ein schwaches Deutschland dem einen oder anderen auch nutzt. Denn ein schwaches Deutschland ist dann auch vielleicht ein verängstigtes, ein demoralisiertes Deutschland. Da kann man dann auch die Bevölkerung besser manipulieren. Also das alles ist mit langer Hand vorbereitet und wird Stück für Stück durchgezogen. Wir sind, und das habe ich seit einem halben Jahr gesagt, wir sind eigentlich über der Klippe drüber weg. Aha. So wie Roadrunner und Speedy Gonzales und der Coyote, Wile E. Coyote, der dann hinter Speedy her ist und über die Klippe läuft und dann runterguckt und irgendwo. Wir laufen noch und jetzt gucken wir runter und merken, da ist nichts. Also das wird leider noch schlimmer werden und wir können auch die Sache nicht in 1, 2, 5 Jahren umdrehen. Das braucht zum Teil eine Generation, wenn wir überhaupt es schaffen, das Ganze umzudrehen. Wir sind Bettler geworden in vielem, außenpolitisch, in allem. Also es ist ein demoralisiertes Land. Wir sind Bettler. Ja. Und wir sollten zumindest Verhandlungspartner sein. Vielleicht sogar nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber wir sollten eine eigene Idee haben, was wir wollen und nicht als Bettler dastehen. Geldwerte sind in dieser Zeit keine gute Idee. Also schon seit Jahren sage ich, Sachwert schlägt Geldwert. Was haben wir denn für Sachwert? Wir haben Edelmetalle, wir haben Immobilien, wir haben Kunst- und Sammlerobjekte und wir haben Aktien. Edelmetalle, ganz wichtig. Immobilien, man ist immobil, man ist erpressbar, der Staat kann zugreifen über Steuern, Heizungsgesetze, was auch immer. Wir sehen es gerade, der Markt bricht ein. Wir hatten auch lange jetzt einen Immobilienboom, das ist vorbei. Sammlerobjekte sind nur was Spezielles für Leute, die das zusätzlich machen. Und dann haben wir die Aktien. Und ich bin natürlich Aktienexperte. Ich würde immer sagen, Gold ist die Absicherung, ist der Krisenschutz par excellence. Man hat direkten Zugriff drauf und so weiter. Aber Aktien gehört für mich natürlich dazu. Also mein Hauptvermögen ist in Aktien, wobei ich auch einen guten Anteil Edelmetall habe, aber auch Immobilien, ist klar. Aber Aktien sind Sachwerte. Also wenn ich einen Teil einer Microsoft-Aktie habe, habe ich einen Teil von Microsoft. Wenn ich eine Nestlé-Aktie habe, habe ich einen Teil von Nestlé. Die Nestlé gibt es seit 160 Jahren. Und wenn Inflation ist, dann erhöht Nestlé die Preise. Und damit verdienen sie noch mehr Geld. Das sind auch inflationsgeschützt. Deswegen sind das für mich die ideale Mischung. Bei Kryptos bin ich persönlich etwas skeptischer. Das kann man machen, aber es ist jetzt nicht meine Sache. Ich habe lieber die Edelmetalle. Weil die Kryptos ja auch, also die privaten Kryptos, die konkurrieren ja auch mit den staatlichen Kryptos und die Staaten werden versuchen, private Bitcoin und so weiter möglichst unangenehm zu machen, vielleicht aus dem Verkehr zu drücken. Gold und Aktien sind eine gute Mischung. Denn selbst wenn die Zinsen steigen soll, ist dadurch, dass Gold gar nicht so teuer ist, wie man glaubt. Da hat Gold locker noch 50% Potenzial und die werden wir irgendwann sehen, denn die Weltlage ist nicht toll und die Aktienmärkte sind ausgereizt, die Immobilienmärkte korrigieren. Also ich bin weiter sehr bullish für Gold.